Hallo liebe Freunde, in diesem Video erkläre ich euch die Peptidbindung. Ihr wisst, Proteine sind alle aus Aminosäuren aufgebaut, die sich zu einer Aminosäurenkette zusammenlagern. Und diese Aminosäurenkette faltet sich ganz spezifisch zu einem bestimmten Protein. Wenn ihr den Aufbau der Proteine noch nicht ganz verstanden habt, dann klickt oben auf das I. Damit so ein Protein entstehen kann, müssen diese einzelnen Aminosäuren untereinander eine chemische Bindung eingehen. Und diese Bindung wird dann eben als Peptidbindung bezeichnet. Was wir jetzt also brauchen, sind erstmal zwei Aminosäuren. Aminosäure 1 mit einem Rest 1, Aminosäure 2 mit einem Rest 2. Diese beiden Aminosäuren können jetzt untereinander eine chemische Bindung eingehen. Und zwar reagiert hierfür die Carboxylgruppe der einen Aminosäure mit der Aminogruppe der zweiten Aminosäure. Deswegen habe ich euch gesagt, ganz wichtig, wenn ihr Aminosäuren zeichnet, zeichnet immer die Aminogruppe nach links und die Carboxylgruppe nach rechts, denn dann könnt ihr relativ einfach die Peptidbindung bilden. Was reagiert jetzt? Wie gesagt, die Carboxylgruppe der einen Aminosäure mit dem Wasserstoffatom der Aminogruppe der zweiten Aminosäure. Und ihr seht schon, ein OH und ein H wird H2O abspalten. Also H2O, sprich Wasser, geht aus der Reaktion heraus. Und deshalb handelt es sich bei dieser Reaktion um eine sogenannte Kondensationsreaktion. Ihr kennt bestimmt alle den Begriff Kondensationswasser. Ja, haben wir ja auch irgendwie Wasser, das entsteht. Und da eben bei dieser Reaktion Wasser entsteht und Wasser aus der Reaktion rausgeht, spricht man von einer Kondensationsreaktion. Was hat sich jetzt gebildet? Es ist eine neue chemische Bindung entstanden, diese hier zwischen diesem Kohlenstoffatom und diesem Stickstoffatom. Und diese neue Bindung, das ist die sogenannte Peptidbindung. Also das hier wäre jetzt die neue Peptidbindung. Entstanden ist jetzt ein Dipeptid, bestehend aus zwei Aminosäuren. An dieses Dipeptid könnte sich jetzt wieder eine weitere Aminosäure chemisch hinhängen, indem die Aminogruppe einer weiteren Aminosäure mit der Carboxylgruppe hier reagieren würde. Es würde sich eine neue Peptidbindung bilden, Wasser würde erneut abgespalten werden und so baut sich dann eben nach und nach ein Polypeptid auf, bestehend aus ganz, ganz vielen Aminosäuren, die sich dann letzten Endes wieder zu einem Protein zusammenlagern. Wenn ihr den Aufbau der Aminosäuren nicht ganz verstanden habt, klickt oben auf das I, da erkläre ich es euch nochmal. Wichtig an der Stelle ist noch, dass die Peptidbindung eine sehr starre Bindung ist. Das heißt, die Aminosäuren können sich zwar irgendwie drehen, aber nicht in der Bindung. Also sie müssen hier an anderer Stelle drehen, beispielsweise an der Bindung hier, aber eben nicht an der Peptidbindung. Die ist echt starr, die ist ziemlich planar, sehr starr und da können sich die Aminosäuren nicht drehen untereinander. Da die Reste dieser ganzen Aminosäuren, die sich dann miteinander verbinden, unterschiedlichste Eigenschaften haben, gibt es immer nur eine ganz bestimmte Faltungsmöglichkeit, wie zum Schluss ein solches Protein aussieht. Das war jetzt mein kleines Video zur Peptidbindung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was da gelernt dabei. Falls es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und gebt mir einen Daumen hoch. Und ansonsten macht's gut und bleibt gesund.